Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Zuschauer. Wir sind heute wieder in Schleiede unterwegs. Ich habe vorhin schon mal einen Blick ins Team geworfen. Ich muss hier gerade noch mal jemanden aus der Box abholen, bevor wir hier jetzt weitermachen. Wir müssen hier ja, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, die Schleiede Galaktikbasis aufräumen. Und dazu hole ich mir erstmal den lieben Neo wieder ins Team. Ist ja eigentlich egal, wen ich jetzt gerade rausnehme. Das VM-Opfer kann ich jetzt so oder so nicht wirklich brauchen da drin. Und ich brauche keine VMs in der ganzen Basis. So. Na dann. Wie schaut's denn eigentlich im Team so aus? Alles Level 44 ist ja super. Da ist ja der Lebel. Ah, hallo. Ich habe ihn auf mich warten lassen. Diesen L-Schlüssel, den ich mit meinem unendlichen Talent Team Galactica abluchste, setze ich nun ein. Kaplonk. Ja, und die Tür steht uns Tür und Tor stehen uns offen. Die Jugend lässt dem Alte doch den Vortritt, dann breche ich jetzt auf. Bringe dich nicht in Gefahr. Uff, da hat mich der Don Marcy gerade angeschrieben. So. Hier haben wir einen Finsterstein. So, dann haben wir hier erstmal richtig coole Musik aus der Team Galactic Basis. So, hier oben ist nur der Ausgang. Wir müssen hier erstmal weiter und dürfen erstmal ein paar Galaktiker verprügeln. Hier erstmal ein Golbat. Gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht. Ich irgendwas halbwegs Effektives dagegen. Ja, Eros ist dann noch das Sinnvollste. Und das macht natürlich gar keinen Schaden. Und jetzt darf ich nicht mal mehr auswechseln. Ja gut, dann bleiben wir ja halt jetzt drin. Das Golbat ist ja auch schon Level 41. Eros ist jetzt nicht unbedingt die stärkste Attacke. Ach, ein Konfu-Strahl. Ich hasse Konfu-Strahl. Haben wir einen Hyperheiler dabei? Ja, haben wir sogar. Ich mag keine Verwirrung. Giftzahn, okay. Ist zwar sehr effektiv, aber mit der guten Verteidigung steckt Wendigo super weg. So. Was haben wir hier? Ein Item. Zink. Okay. Haben wir eigentlich hier noch ein paar Vitamine rumliegen? Moment, die haben wir noch hier irgendwo, oder? Calcium, wer braucht einen Spezialangriff? Fast niemand, aber gut, Nick kann den, glaube ich, noch am ehesten brauchen. Protein. Dann geben wir mal eins Wendigo, der braucht seinen Angriff. Und das andere geben wir Chris, der braucht ihn auch. Initiative. Ja, warum nicht? Chris kann davon immer ein bisschen was gebrauchen. Eisen. Wer braucht eine gute Verteidigung? Die geben wir Wendigo. Der kann nie genug haben. KP plus. Auch für ihn. Und wer braucht gute Spätzdev? Geben wir Chris. Der hat seinen Bedroher. Damit kriegt er gute Verteidigungswerte zusammen. Jetzt muss ich bloß mal ganz kurz was schauen. Ich sehe jetzt leider gerade nicht, wie lange meine Aufnahme noch läuft. Aus irgendeinem Grund zeigt er mir das gerade nicht an. Naja, muss ich halt auf gut Glück mal die Aufnahme dann beenden.
So. Da machen wir doch einen Schaufler. Ich schaue jetzt einfach so auf die Uhr. Ich weiß ungefähr, wann ich angefangen habe. Es war so gegen 18.47 Uhr oder 18.48 Uhr. Dann mache ich also so gegen... Ja. 8 nach 7 was. So. Ja, gut, ich hatte nicht vor, den jetzt irgendwie mit Statusattacken zuzuballern. Luxtra ist da mehr so hau drauf. Mäßig unterwegs. Ich meine, wenn man schon 120 im Angriff hat, dass der stärkste Wert ist. So. Kämpfst du eigentlich? Nee, der hat keine Pokémon. Dann sind wir jetzt zumindest schon mal aus dem Keller raus und kämpfen uns hier mal schön fröhlich weiter. Ein Charmian. Zuschuss macht sehr viel Sinn, wenn man keine Teamkollegen hat, ja? Dann auf jeden Fall ist erstmal Level 45. Oh, die Werte gehen schön nach oben. So, dann darf Wupan mal wieder nach vorne. Ja, hier ging es schon weiter. Ich wollte erstmal schauen, was im anderen Teleporter drin ist. Also nochmal zurück. Ja, genau. Hier gibt es nämlich noch ein Item. Die TM 49 Übernahme. Gut, hätten wir jetzt nicht so dringend gebraucht. Aber soweit ich weiß, ist hier noch irgendwas versteckt, oder? Yep. Das hier oder? Ah, da muss man von der anderen Seite sogar ran, okay. Ja, dann. Machen wir mal weiter. Auf nach oben. Wo führt denn der Teleporter da hin? Führt nach unten. Ich glaube, das geht dann, das führt dann allerdings wieder nach draußen, dieser Weg. Ein Kirlia. Okay. Ja, da machen wir am besten. Okay. Er lässt sich so oder so verkloppen. Da reicht auch ein Tempohieb auch. Auch wenn der jetzt nicht effektiv ist. So, Level 45 für Pan und der will Feuerwirbel lernen. Nee, danke. War in Gen 1 vielleicht mal gut, aber jetzt nicht mehr. Das geht jetzt für Chris. Ooh.
der kann schon Psychokinese, das könnte sogar wehtun. Kadabra hat nicht gerade wenig Spezialangriff und Glückstra hat nicht unbedingt die beste Spezialverteidigung. Disk, die ist doch dazu da, dass man Porygon 2 zu Porygon Z entwickeln kann. So. Und TM36 Matchbombe. Was haben wir hier noch? Den G-Schlüssel. Willst du eigentlich kämpfen? Okay, der sagt uns hier quasi nur, wo wir jetzt weitergehen müssten, aber jetzt will ich trotzdem mal schauen, wo die andere Treppe da noch hingeführt hätte. Ich bin ja neugierig. Aber vorher kriegt Chris noch ein bisschen Milch. Der darf jetzt auch erstmal wieder nach vorne. Ich will erst wissen, was es da oben gibt. Ich kenne mich jetzt in der Schleie der Galaktikbasis auch nicht mehr so gut aus. Lange her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Ein Glibunkel. Na gut, da bleiben wir drin. Ja, das machen wir auch gleich noch. Hier haben wir allesamt relativ wenig EP gegeben jetzt. Zum Thema lustige Bösewichte, er hat's mir ja gerade verraten. Die Galaktiker sind schon manchmal so ein komischer Haufen. Also dann weiter im Text, Funkensprung. Auch so wenig EP. So, wie viele Galaktiker schaffen wir noch? Schon wieder so ein Viech, das viel zu wenig EP gibt. Sind für die gesamte Basis eigentlich total überlevelt, wenn man das so sieht. Und das, obwohl wir nicht mal sonderlich irgendwie trainiert haben. Das Einzige, was ich immer trainiert habe, war das Zeug, was ich nachgezogen habe. 125 Angriff hat der jetzt schon. Okay, ein Skunkapu kommt. Der hat nur eine Schwäche gegen Bodenattacken, also lassen wir das doch unseren Wendigo machen. Das ist der Einzige von uns, der eine Bodenattacke hat. Ah, wobei, stimmt, ja, Nick hat ja auch noch sein Erdbeben. Ganz vergessen. Ist ja jetzt auch schon egal.
Toxinieren wollte er mich. Ist aber gar nicht nett. So. Wen packen wir denn jetzt nach vorne? Ach, der Nick darf auch mal wieder. TM21 Frustration. Haben wir jetzt nicht sonderlich viel verwenden für? Ich meine, unsere Pokémon mögen uns alle ein bisschen zu sehr dafür, als dass Frustration hier irgendwie sinnvoll wäre. So, jetzt dürfen wir den Weg hier nochmal abgehen. Den Teil von der Galaktikbasis zumindest schon mal abgeschlossen. Dann machen wir jetzt gleich noch das Lager. Moment, das war das Lager. Jetzt kommt noch die Hauptbasis. Vorher gehen wir mal ganz kurz ins Pokémon Center. Einfach um die Attackenpunkte auch wieder ein bisschen aufzufüllen. Ja, hier hinten war noch ein Item, das wir uns nicht geholt haben. Ein Sonderbonbon. So, bevor ich jetzt noch da vorne reingehe, hole ich mir erstmal noch dieses Item hier, das noch da liegt. Das AP Plus. So. Nachdem wir jetzt den Schlüssel haben, können wir da jetzt auch weitergehen. Moment, können wir da einen Doppelkampf draus machen? Das wäre mir nämlich fast lieber. Ups, ich wollte den hier nach vorne tun. Drehst du ihn mal um? So. Zwei Golbat. Okay, da kriegt der Stärkere von den beiden kriegt die Lichtkanone und ich mache einfach mal einen Blizzard und schau mal, welchen von beiden ich treffe. Oh, ich treffe sogar beide. Mal schauen, ob es reicht. Für den Level 40er hat es schon mal nicht gereicht. Aber für den 39er reicht. Das ist sehr schön. Und das ist Level 45 für Nick. Sehr schön. Und hier noch ein Golbat, Level 38 und ein Hunduster. Das machen wir mal so rum. Für das Golbat sollte das jetzt reichen, oder? Oh, der überlebt sogar. Ich habe das in Dust eingefroren. Okay. Ja, wenn du nur Horrorblick machst, das ist mir dann auch schon egal.
jetzt eine Wasserdüse und fertig. So. Okay, nachdem ich jetzt ungefähr bei 20 Minuten Aufnahme bin, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Bildschirm, wie weit ich jetzt bin, stelle ich mich jetzt einmal mal so hin, dass Koto weiß, dass er hier weitergehen muss. Ich beende jetzt die Aufnahme und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.